Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Ja, es sind jetzt ein paar Stunden vergangen, weil ich noch ein paar Sachen erledigen musste und wir sind hier tatsächlich wieder in dem Dungeon aus der ersten Folge, weil wir hier hingeschickt wurden. Und jetzt bin ich gespannt, was wir hier jetzt alles schaffen. Die Tür ging jetzt auf. Wegen dem hier. Okay. Habe ich jetzt echt nicht erwartet. Aber dass der auch so stark ist, habe ich jetzt auch nicht erwartet. Oder wir haben uns einfach nur ein bisschen dumm angestellt. So. Aber es ist tatsächlich eigentlich das aus dem ganz ersten. Das ist unser erster Dungeon hier eigentlich. Wo wir hier, auch noch einen Fluchtweg suchen mussten. Wenn wir rauskommen mussten. Autsch. Also ich gehe von aus, dass es der. Und hier müssen wir jetzt jemanden finden, den wir ausschalten müssen. Aber ich finde schön, dass wir hier nochmal sind. Dann können wir aber auch hier jetzt erstmal ein Safe Game machen. Für den Fall sollten wir doch noch draufgehen, sterben. Wie auch immer. Aber ich denke, wir sind hier jetzt gut gerüstet. Es sei denn, hier kommt jetzt dieses eine Monster von vorhin nochmal her. Aber ich glaube, das bezweifle ich. Also, ich meine, das eine Monster aus der ersten Folge, nicht ersten Folge, aus der vorherigen Folge, wo wir mit unseren Zwergenwaffen nichts ausrichten konnten. Oh, wir sind wieder soweit. Oh. Die Ratte hat mich jetzt erschrocken. Wir sind aber jetzt wieder soweit. Warte mal. Wir haben kaum Leben. Das heißt, wir müssen Unschuldige töten. Das heißt, nach jedem Kill müssen wir speichern. Ansonsten gehen wir drauf. Hier geht's wieder hoch. Dann gehen wir hier rum. Okay, und hier auch nochmal. Wir müssen Unschuldige wieder töten. Das ist der Nachteil am Werwolf sein, aber dann werden wir auch irgendwie schaffen. Hier ist niemand. Und hier haben wir wieder diese Treppe. Okay, hier haben wir nur Gold. Gab es da hinten eigentlich noch irgendwie einen Geheimgang oder so? Irgendwo? Einen, das ich übersehen habe, eventuell? Ich glaube nicht. Okay, und hier jetzt auch nochmal ein Safe Game. Weil wir sind dieses Mal sehr, sehr leicht zu töten. Wegen den Werwolfblut, das wir haben. Und wir wieder jagen müssen. Okay, was war das denn jetzt? Lag das jetzt am Spiel, oder? Okay, was sagt er jetzt? 52, okay, das geht runter. Trotzdem machen wir ein Safe Game.
Und das wird so weit runtergehen, bis wir auf 4 Gesundheit sind. Jo. So, dann gehen wir hier auch noch mal rein. Ach, da war ja noch eine. Noch eine kleine Ratte. Ich würde sagen, wir gehen noch mal zum Ausgang zurück. Einmal ganz schnell alles abliefern. Irgendwas ist mit der Musik gerade. Ich weiß jetzt nicht, woran das liegt. Hier nicht. So, einmal schnell hier hin. Dann können wir einmal unser Inventar komplett leer machen. Oh, das ist auch super. Und die Dinger. Und machen wir hier auch noch mal ein Safe Game. Und dann können wir wieder runter. Was sagt unsere Gesundheitsanzeige? 52. Okay, irgendwas stimmt hier gerade mit der Musik nicht, mit der Audio. Dass es so am Ruckeln ist. Ich hoffe, in der Aufnahme ist es ganz normal, aber für mich ist halt so die Musik gerade am Ruckeln. Und ich kann momentan nicht sagen, woran das genau liegt. Weil mir hier nichts angezeigt wird. Autsch. Okay, Dieb haben wir getötet. Wo ging jetzt was auf? Ah, wir sind hier oben jetzt angekommen. Und den haben wir jetzt auch. Nice. Einmal safe gehen, bevor wir drauf gehen. Denn die Gesundheit wollen wir jetzt nicht auf unter, beziehungsweise nicht auf 4 runterkriegen. Archer haben wir auch noch gekillt. Nice. Einfach hinterrücks erdolcht. Jo. Das war jetzt heftig mit dem. Dann müssten wir hier einmal das machen. So, was sagt er hier jetzt? 47 haben wir jetzt maximal. Hier ist nichts. Oder? Ist hier noch irgendwas? Eine geheime Tür? Nope, hier ist keine geheime Tür. Und wieder ein Safe Game. Ah, okay. Gut, dann gehen wir einmal hier rum. Und das nehmen wir auch noch mit. Gab es hier eine geheime Tür? Ich glaube, hier gab es irgendwo eine. Wenn ich mal sehen könnte. Hier müssen wir das ganz kompliziert machen. Aber hier gibt es nichts. Okay. Können wir auch mal auf der anderen Seite schauen? Jo. Ein Ork haben wir gekillt. Nice. Hier
Hier könnte auch bestimmt irgendwie einer sein. Geheimeingang. Ist keiner zu sehen. Okay. Aber hier mussten wir doch jemanden finden, ne? Jo. Gesundheit geht wieder runter. Dann gehen wir mal wieder hier hoch. Den hatten wir. Den haben wir. Welche Tür fehlt jetzt? Hier, die. Okay. Aber hier war doch unser Ziel, oder nicht? Kann ich hier das irgendwie verschieben? Ah, okay. Das nehmen wir auch mal mit. Aber müsste hier nicht irgendjemand gewesen sein oder so? Ich höre da auf jeden Fall irgendwen. Ist hier nicht irgendwo vielleicht eine geheime Tür? Irgendwie. Hier oben vielleicht eine. Ja, hier oben war eine. Okay. Eine geheime Tür. So, dann hoffen wir, finden wir sie. Beziehungsweise hier erstmal wieder alles ablegen. So. Und hier das alles. Wir haben auch schon wieder 266, fast 270 Items. Also weiter nach oben müssen wir erstmal. Gut, gehen wir mal dahin. Nee, hier ist keine Tür. Okay. Hier war die doch, oder? Nein, nicht hier. Die Tür war da hinten. Genau, aber auf der anderen Seite wiederum nicht, nur da. Jo. Okay, den haben wir auch erledigt. Aber wir sollten doch hier hin, oder nicht? Schauen wir uns. Wo haben wir das? Den hier. For your reward, Carol Rixley. After slaying Dunnistair Hartfield, go to Privateer's Hold in the Wilderness of Daggerfall for your reward. Okay. Aber wir sind ja da. Wir sind hier, wo wir hin mussten. Und ich sehe hier jetzt nirgendwo eine geheime Tür oder so. Aber ich höre hier irgendwo noch immer irgendwelche Viecher. Ah, hier ist noch eine Geheimtür. Okay, wir gehen dann nochmal hier runter.
Oder eine Tür, die wir allgemein vielleicht so übersehen haben. So, sind wir hier richtig? Erst einmal, ja, hier runter, genau. Okay. Ach komm, wir nehmen das hier. Ne, können wir nicht. Wir müssen schon nicht so rum runter. Nee. Hier. Und dann hier rum. Ah, die Tür haben wir vergessen. Vielleicht nochmal ein Safe Game. Für den Fall, dass wir jetzt drauf gehen sollten. Hier geht es auch nochmal runter, genau. Oh. Dieb haben wir nochmal getötet. Nice. Hinter mir ist jetzt aber keiner. Okay, dann gehen wir jetzt hier hin. Okay, das hört sich jetzt nach irgendwelchen Wildtieren an. Nochmal Safe Game. So, okay, den haben wir jetzt. Alles mitnehmen. Und vielleicht nochmal das machen. Gut. Wir sind wieder geheilt. Und nochmal Safe Game. Weil unsere Gesundheit wieder sinkt. Und hier nochmal ein paar Schätze. Nice. Hab's hier jetzt kein. Hä? Ah, okay. Das habe ich jetzt. Jetzt habe ich das gerafft, wirklich. Aber hier war jetzt sonst. Ah, da unten ist noch eine geheime Tür. Stimmt, hier war das. Hier, genau, das ist unsere Höhle. Carol Rixley has joined her employee. The Brotherhood will be pleased. Wir haben sie gefunden. In unserer Höhle. Unserer Starthöhle. Oder Start-Dungeon. Hier hat die sich versteckt gehabt. Und diese Location mussten wir wieder finden. Nice. Habe jetzt aber auch echt nicht erwartet, obwohl es eigentlich vorhersehbar wäre. Gibt es da unten auch noch vielleicht einen Geheimgang? Hier nein. Hier aber auch nicht. Nur halt die Tür vor, wie wir da runterkommen, bisschen hoch. Aber da gab es ja noch irgendwo was fehlt. Wenn wir da hochgehen, beziehungsweise wir können jetzt nochmal ein Safe Game machen. Und dann hier hoch. Und das war das, was wir vergessen haben. Okay, schade. Und wir müssen wieder jagen. Ja, einfacher, wenn wir dahin gehen würden, durch diese Tür und dann hier runter.
Aber wir sind hier dann wieder jetzt fertig, ja? Von wo kommen eigentlich diese Geräusche? Ist hier vielleicht auch noch eine geheime Tür? Irgendwo. Die ich jetzt nicht erblicken kann. Nee, hier ist keine geheime Tür. Ja, egal. Wir gehen jetzt wieder nach Hause, nach Daggerfall. Haben hier alles erledigt. So. Was stand da jetzt? Somebody clears the underbrush. Okay, jetzt Feind und dann Daggerfall. Und los. So, wie viel gesondert haben wir jetzt? Genau 4. Weniger wird es aber auch nicht. Dann machen wir hier nochmal ein Safe Game auf die 1. Und dann müssen wir mal gleich schauen, dass wir Zivilisten finden. Und dann wenigstens einen erledigen. Da sehe ich schon welche. Spellbook. So, als Werwolf können wir gerne sowas machen. Und wie sieht es hier jetzt aus? Vielleicht noch ein paar mehr. Okay. Dann genau, Spellbook können wir wieder machen und... Und unsere Waffen wieder ausrüsten. Dwarven, das hier und unser Broadsword. So, warte mal, jetzt. Wo ist die dunkle Bruderschaft nochmal? Da unten. Ist aber auch interessant, dass die Ausdaueranzeige da, das Grüne, dass ich quasi endlos rennen kann, ohne dass die Ausdaueranzeige sofort nachladen muss, sagen wir so. Dass er quasi auf den ganzen Tag bezogen ist. Ich bin schon dran vorbei. Da ist es. Da haben wir die dunkle Bruderschaft. So, erstmal die Quest abgeben. Wo waren die? Hier war sie doch, oder? Ja. Excellent, Max Deals the Second. We would have been happy with just the termination of Caroleria Wixley, but now the acquaintances of Caroleria Wixley will know that the Dark Brotherhood does not take well to amateur competition. Nice. It would appear that the Dark Road was wise in recruiting such of you. Our confidence in you has grown, and it is only right to give you an increase in rank within the Brotherhood. Consider yourself starting today a full-fledged journeyman. Our chemists have been instructed, that you are permitted to buy potions and potions from their wares, so you needn't visit the Mage's Guild any longer. I would also like to give you the location of another graveyard you ought really to be acquainted. Wixley's Guard. Here it is on your map. Once again, my congratulations, Journeyman. Nice. Wir sind wieder einen Rang aufgestiegen. Dann schauen wir mal. Hier können wir Potions kaufen. Make Potions. I'm afraid I can only help persons of a certain rank. Ah, okay. Hier kaufen wir sie nicht. Wir können da herstellen. Bei dem können wir doch. Bei Potions. Ah, nice. Potion of Cure Poison. Potion of Stamina. Potion of Healing. Invisibility. Potion of Orc Strength. Shadow Form. Chameleon Form. Purification. Slow Falling. Free Action.
Cure Disease, Potion of Levitation und auch Water Walking. Klingt alles nice. Können wir aber noch irgendwas hier kaufen? Die nicht, aber... Ah ja, ihn können wir. Ja, komm, wir machen mal ein Training. Archery, Dedrick würde ich gerne mehr machen. Aber wir haben ja auch... Komm, wir machen Dodging. You and the trainer practice for 3 hours. The trainer tells you to reflect on what you've learned and see if you can put it to good use. Nice. Gut, dann gehen wir mal. Wo sehe ich, was ich gelernt habe? Hier Primary, Longblade, Blunt Weapon, Major, Shortblade. Ne, wo? Minor, Dodging. Aber ich würde hier auch gerne mal ein bisschen aufleveln. Und weiß nicht, wie ich das machen kann. Wo haben wir hier Dedrick da? Dedrick 7%, okay. History, Resistance to Frost, Immunity to Disease. Also unsere ganze Geschichte. So, was sagt denn die Uhr jetzt? 10.37 Uhr, okay. Das heißt, wir können jetzt eben alles verkaufen gehen. Wir müssen dafür nach Osten. Alles, was wir eingesammelt haben. So, was haben wir hier für einen Laden? Stimmt, wir können hier bei den beiden auch nochmal reinschauen, ob die andere Sachen haben als die anderen Händler. Und ihm können wir auch alles mal verkaufen. So, dann können wir den hier verkaufen. Was hat er eigentlich für Sachen? 12 Points of Damage, Condition New, Weight, ja. Item Powers Unknown, okay. Und dann das alles hier. Kriegen wir aber auch ordentlich Geld jetzt. Jeder Wette, wir sind gleich wieder bei knapp 20.000. Na, doch nicht. Ja, okay. Mal schauen wir mal, was er hier hat. Ah, leider noch nichts, was ich haben will. Wir gehen aber trotzdem mal in einen anderen Laden da gegenüber rein. Vielleicht hat der anderes. Ich würde trotzdem lieber gerne mal ein bisschen mehr in Richtung Elfendai-Katana. Ich weiß jetzt nicht, ob das Elfen... Also, selber links. Ob das Elfen... Elven Gauntlets. Wir haben hier Steel Gauntlets. So, würde 2060 kosten. Hier plus 7 Armor. Hier plus 13. Was gibt das? Plus 9 Armor. Und das war plus 11 Armor. Okay, komm, wir kaufen das. Und... Nein. Wir kaufen das. Ja. 1722. Sogar günstiger. Können wir dann ihm das andere verkaufen. Sind wir zumindest ein bisschen besser aufgestellt. So, und dann hier nochmal hin. Müssen wir so rum. Und da wären wir schon.
Dann gehen wir mal in den Laden rein und dann schauen wir mal, was der hier für Waffen oder Rüstungen hat. Elven War Axe, Elven Bow. Nee, bisher noch nichts wirklich besser. Aber dem können wir auch mal was verkaufen. Wir haben diesmal Bücher. Diesmal haben wir Bücher. Brief History of the Empire Part 1. Und dem können wir auch noch bestimmt was verkaufen. So. Und aus dem Wagen hier das alles auch noch mal. Hier, der hat bestimmt auch bessere Waffen, hoffe ich. So, Dwarven Katana, 5 bis 18. Wir tauschen die ein, das Katana. So, dann, warte mal. Dwarven Battle Axe. Ich hätte gern das hier als Dwarven oder noch besser. Jo. Was hat er hier? Elven Claymore. Nee, bisher hat er noch nichts, was ich gebrauchen könnte. Am liebsten wäre mir tatsächlich eher, wenn wir alles Daedrisch kriegen, weil Daedrisch soll ja das Beste sein hier. Und Katana ist ja eigentlich immer die beste Variante von allen. Von allen so Einhänder-Nahkampfwaffen. Daikatana sogar von den Zweihändern. Dem können wir auch noch was verkaufen. Das hier zum Beispiel. Achso, ich hatte mehr gedacht, als ich hätte. Vielleicht müsste ich mich mal gleich schlau machen, wo ich was kaufen kann. Wir haben hier aber bestimmt noch andere Shops. Da im Norden von hier ist ja noch ein Schmied. Mal schauen, was der hat. So. Der müsste auch noch irgendwas Gutes haben, hoffentlich. Der gibt plus 7, der hier plus 13. Bisher noch Silver Claymore. Aber hier gibt es auch noch nicht wirklich was, was ich haben will. So, was haben wir noch? Vielleicht da? Wir gucken ja schon in die richtige Richtung. Ach so. Ah, aber dem können wir ja auch noch was verkaufen. Und was hat der hier? The Wild Elves. Nee, bisher noch nichts. Obwohl ein Bracelet. Ah, Bracelet haben wir. Was hat der eigentlich? 1200 ist er wert, aber unbekannte Kräfte.
The Real Barrancia Part 5. So, dann können wir hier nochmal schauen. The Ebon Arm. Fool's Ebony Part The Ones. So, aber dem können wir noch was verkaufen, oder? Wir haben nichts, was wir dem verkaufen können. Okay. Entschuldigung. Da oben haben wir noch einen Laden, den wir noch gar nicht kennen. So, und hier auch nochmal drüber. Komm. Ich will hier durch. Okay. Packe ich hier jetzt fest? Ne, ich kann hier rum. Alles klar. Kann ich hier eigentlich tauchen? Nö. Das wäre jetzt lustig gewesen. Wenn ich hier noch tauchen könnte. Das ist der Laden, okay. Ach, so einer. Aber mal gucken, vielleicht hat der irgendwas Gutes. Ein Tork. Haben wir einen Tork? Was wird das kosten? 120, komm, machen wir mal. Ah, okay. Da gehört das hin, alles klar. Ja, komm, machen wir mal. Dann haben wir zumindest mal einen Tork. Longsword, okay, magisch. Jade, keine Ahnung, wofür wir das brauchen. Bücher interessieren mich jetzt gerade eigentlich gar nicht. Noch ein Ring. Okay, dann müssen wir mal schauen. Hier haben wir noch zwei Läden. Und ich hoffe wirklich, dass wir irgendwie was finden, wo wir bessere Ausrüstung als die Dwemer-Rüstung kriegen, die wir momentan haben. Ich weiß auf jeden Fall, Daedrisch soll das besser sein. Es soll dann noch Orkisch geben, Mithril soll es wieder geben, Ebenerz soll wieder geben. Die sind alle besser als Zwergisch. Hier haben wir einen General Store. Komm, wir schauen mal, was der hat. So. Naja. Der hat nicht besonders was. Vielleicht hat der noch was. Ich hoffe es. Jein. Ich bin mir jetzt aber auch nicht sicher, ob das mit den Elben, also mit den Elfen, besser ist als Dwemer. Wo sieht bisher eigentlich auch eher wenig danach aus. Na, ja, ist auch egal. Fürs Erste meine ich zumindest. Dann haben wir hier nochmal zwei Läden. Und da unten nochmal einen. Nochmal Richtung Süden. Das ist jetzt der Pawnshop, aber
nicht das, was ich erhoffe. Boah, was ist gerade mit meinem Deutsch los? Sorry. Sorry dafür, wirklich. So, das ist das, wo ich hin muss. General Store. Naja, okay. Achso, das können wir nicht. Dwarven Maze. Ja, okay. Wo ist Süden? Da ist Norden. Warte mal. Da lang. Das da ist der Laden. Und hier. Ja, okay. Gibt's nicht wirklich was, was ich suche da, was ich haben will? Finde ich auch schade. Dann gibt es da noch einen. Und hier sind noch mal drei Läden. Hier. Ja, aber wenn wir nichts finden, dann mache ich jetzt eben einen kleinen Break. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.